Ja, meine Frage an Gerold Bührer wäre eigentlich, warum hat man KMU, alle Aktiengesellschaften von der Schweiz, auch noch in den indirekten Gegenvorschlag eingenommen? Die Initiative betrifft ja nur die börsenkotierten Unternehmungen. Man hätte dort einen Strich machen sollen, in meiner Auffassung. Und alle anderen Aktiengesellschaften, vor allem KMU, die brauchen keine Regulierung. Warum man die auch noch in indirekten Gegenvorschlag eingenommen hat?